Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris Vortechnokratie. Ja, und weiter geht's im Text. Wir haben auf, wie immer, auf Terra Nova interessante Sachen gefunden. Wir haben vorsichtshalber nichtsdestotrotz unsere Titanenarmee gelandet, weil hier eine Art Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat. Ernteroboter wird gemacht, ja. Und das fand ich sehr bedächtig, aber gut, sei es drum. Wir können neugierig sein, wie sich das hier noch weiterhin entwickelt. Oh, Konsumgüter. Ja, Konsumgüter, da schaut es gerade nicht besonders gut aus. 13 Einwohner werden wir wahrscheinlich dann auf diesem Planeten bauen. Müssen wir schauen, wie genau wir das von unserer Hand haben. Wir könnten natürlich, ich möchte, oh, so ein Botschaftskomplex wäre natürlich hier klasse, aber ich würde auch ganz gerne mal ein Monument bauen. Was machen wir? Wurmlochreisen, sehr schön. Und verbesserte Deflektoren. Das ist sehr nützlich, vor allem können unsere Schiffe damit deutlich länger durchhalten. Die verbesserten Deflektorschirme können noch mehr Beschuss absorbieren, bevor sie überladen. Ja, erforscht das. Das sehe ich als unglaublich dringend an. Oh, hier patrouilliert schon wieder eine größere Flotte der Urk. Und die Urk scheinen auch gegen die Menschen zu bestehen. Oha. Ah, wir haben große Fortschritte darin erzielt, die Meshpen von dem abergläubischen und primitiven Denkweisen zu befreien, die ihre Gesellschaft zu lange geplagt haben. Sie beginnen den Wert von Wissenschaft und Vernunft zu erkennen. Wie schön. Haben wir jetzt noch mehr? Materialistische Gelehrte? Ah, immer noch xenophob, aber gut. Und der Herrscher ist bestimmt autoritär. Ja. Autoritär und materialistisch. Materialistisch. Tja, langsam aber sicher dominieren wir sie. Wir beeinflussen sie zu ihren Gunsten. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Bevor ich es vergesse. Eine mir persönliche Angelegenheit. Passt auf. Wo haben wir es? Hier. Auf unserem Hauptsystem, auf unserem Exidor. Ist das immer noch. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Ich muss das mal nach einem Spielneustart, vielleicht klappt es dann wieder. Es ist sehr verwirrend, es ist auch nervig. Es nervt mich sehr, dass das nicht klappt. Dass ich das System einfach nicht weiter beeinflussen kann. Flotte verstärken. Ja, mach erstmal das hier. Modernisiere erstmal unsere Schiffe. Ja. Fleets enhanced. Wir haben sie wieder beeinflussen können. Warning, active war zone in proximity. Und einen Au, unseren ersten Kreuzer. Wir bauen einen ersten Kreuzer. Wie super Spitzenklasse. Das ist schon eine sehr mächtige Raumstation, die wir hier haben. Und unsere Flotte lässt sich doch jetzt mittlerweile auch sehen lassen. Aber was mich gerade verwundert, haben wir hier plus 15-15? Ja? Ja gut, ist halt so, ne? Ach, sehr schön. Schaut es euch an. Unsere Flotte wird stets größer. Und bald haben wir unseren ersten Kreuzer. Der im letzten Krieg gegen die Urk... Oh Gott, das ist ja eine riesige Flotte der Urk. 5100. Oha. Oha. Tja, und unsere alten... Sternbasis im UNUX-System. Da stinkt unser Flotte aber mächtig gewaltig gegen ab. Online. Passt mal auf. Können wir... Wir brauchen dafür... ein bisschen was. Können wir also noch nicht. Schade. Aber erstmal sind diese Roboterarbeiter fertiggestellt. Wie machen wir weiter? Jo, komm. Der Vollständigkeit halber machen wir geothermisches Fracking. Neue Fracking-Methoden werden uns ermöglichen, früher unerreichbare geothermische Ressourcen tief unterhalb der Kruste des Planeten zu erschließen. Ja, mach das.
Und die Deflektoren sind auch bald da. Ei, herrlich. So lange können wir noch warten. New technology discovered. Ja, gehen wir gleich auf Schilde. Denn diese neuen Schildgeneratoren stellen die nächste Energieschirmgeneration dar und ersetzen die älteren Deflektormodelle. Sie bieten weitaus besseren Schutz. Ja, sicher. Und guckt einer an, bald ist unser Kreuzer fertig. 3700. 15, 15 und... Anomaly detected. Schaut ihn euch an. Das ist also das größte Schiff, was wir zurzeit bauen. Supi. Sieht schön aus. Auf TD-1-757 befindet sich eine herrliche Einschlagkrater. Die optische Ähnlichkeit wird in einem der großen Krater aber etwas gebrochen. Okay, schau es dir an. Mein Gott, ist das ein warmes System. Aber ja, es besteht hier auch nur aus geschmolzenen Felsbrocken und einer gigantischen Raumstation. Apropos gigantische Raumstation, da kann ich hier eigentlich die noch anpassen, weil die werden wir brauchen, falls die Urk uns wirklich angreifen. Die nennen wir wie folgt. Wir nennen sie erstmal leichte Station. Ja, eine leichte Station. Namensgebend würde ich sagen Punktverteidigung und Schildschaden nicht. Nein, das denke ich nicht. Die Schilde werden da, denke ich mal, schon nach unten geschossen sein. Die werden wir mit Plasmawerfern ausstatten. Plasmawerfern und UV-Lasern in den hinteren Teilen. Vorne die Punktverteidigung. Jo. Automatisch verbessern, aktivieren, speichern. Weil da können wir das auch mal abschließen, weil die werden wir benötigen, bevor die Urk uns angreifen. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier ein ähnliches Layout. Und zwar so. Nochmal eine Station, die Hüllenschaden macht. Das wird eine mittlere Station. Drücken wir ebenfalls auf Speichern. Jetzt machen wir eine Artilleriestation. Ja. Zweimal groß. Und da kommen die großen Railguns drauf. Wir nennen sie schwere Station. Speichern. Vielleicht können wir die schwere Station... Ja, nee. Wir brauchen schon was, was Schilde runterbringt. Und zu guter Letzt eine Hangarstation. Mit zwei Hangarstationen. Da können wir mal schauen. Was machen die? 100% Schilddurchschlag und Panzerungsschaden. Oder wir nehmen noch das hier. Nehmen wir hier, so machen wir das. Antimaterie und Träger. Das nennen wir aber eine Hangarstation. Hangarstation. Gut, da haben wir das nämlich mal abgearbeitet. Aber das können wir aktuell noch nicht bauen. Wir werden aber... Quatsch, brauchen wir doch gar nicht. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Wir wollten doch warten, bis wir die besseren Schilde haben. Oh, ist schon gebaut. Ja, Tatsache. Sehr schön. Hier haben wir aber wirklich echt viele freie Arbeitsplätze. Was ein Alien-Track-Sternenrennen. Wie cool. Im Krater auf TD-1-757 finden sich in den relativ weichen Oberschichten des Asteroiden lange unregelmäßige Spuren. Wissenschaftsoffizier Konbikon hat am Rande der Senke einige interessante wie unerwartete Wracks entdeckt. Radfahrzeuge. Die anscheinend eher dem Personentransport als Forschungszwecken dienten. Die Besatzung der MSS Joy Pimerion spekuliert, dass der Krater früher ausschließlich zur Sportveranstaltung genutzt wurde, bei denen Angehörige einer Alien-Spezies sich mit ihren eigenen Fahrzeugen in puncto mechanischen Stärken und Geschwindigkeit in einer fast schwerelosen Umgebung maßen. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Es muss ja ein gutes Rennen sein. Genau, hier gehen sie nicht weiter, hier gehen sie auch nicht weiter. Gott sei Dank macht das die KI nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Haben wir hier unten erstmal alles abgesichert. Aber wir brauchen jetzt erstmal nichts weitermachen. Wir bauen aber einen neuen Kreuzer. Wir können sowieso mal schauen, wie unsere Flotte hier aufgestellt ist. Weil wir haben ja noch etliches an Flottenkapazität übrig. Ja. So, wir rüsten das hier auf. System scan complete. Pass mal auf. Erstmal das hier. Die geologischen Strukturen von Datana 5 wird von denen dominiert, was vom Orbit wie silbrige, metallische Kristalle aussieht, mit Proportionen, die noch nie zuvor gesehen wurden. Vom Orbit aus ähneln sie Wolkenkratzern. Eine nähere Untersuchung wird empfohlen. Okay, mach das. Was ist das hier? Baureihen? Hä? Ja, guckt mal, das ist unser... Das ist das, was schief geht die ganze Zeit. Artilleriezerstörer könnten wir machen. Brauchen wir ja, denke ich mal, nicht so viele. Genau, pass mal auf. Ja. Dann noch einen Raketenkreuzer. Noch zwei davon. Und zwei davon. Drei davon. Ne, sechs und zwölf. Ach, Quatsch. Zehn? Hier. Sechs und zwölf. Ja, so machen wir unsere Flotte. Dann haben wir sie voll ausgestattet. Und ich denke mal dann, wenn wir das haben, sind wir gut gerüstet gegen die Urk. Aber ich glaube, New technology discovered. Es dauert noch. Gut, unsere Forschung ist hier erledigt. Sehr schön. Und ja, nett, nehmen wir das doch gleich hier. Die Plastikstahlpanzerung. Plastikstahl ist ein elastisches Material, das viele Qualitäten von Plastik und Stahl miteinander kombiniert. Es kann relativ kostengünstig hergestellt und auch zur Verstärkung von Schiffspanzern benutzt werden. Ja, 23 Monate, macht das. Detaillierte Analysen des enormen metallischen Kruste, die die Landschaft von Datana 5 prägen, haben all unsere Erwartungen übertroffen. Wissenschaftsoffizier Konmikon enthüllt freudig, dass die übergroßen Kristalle in Wahrheit aus Trillionen, über Trillionen von deaktivierten Naniten bestehen. Ihre molekulare Struktur entspricht nicht den Signaturen eines von uns bekannten Reiches, weshalb ihre Herkunft nicht bestimmbar ist. Sie wurde vermutlich von einer unbekannten Zivilisation aus unbekannten Gründen konstruiert und auf dem Planeten abgelegt. Soweit Konmikon es beurteilen kann, ordnen sich die Naniten in perfekt ausgerichteten Kristallgittern an und replizieren sich bis zu einem Punkt, an dem sie deaktiviert wurden. Obwohl die Kristalle Gebäuden ähneln, sind sie in ihren Zusammensetzungen völlig einheitlich und können daher unmöglich an solchen Zweck gedient haben. Ja, wieder enigmisches Tor, eine Erkenntnis erhalten. Ich glaube, hier sieht man davon was, ne? Also, halten wir mal fest, ich glaube doch wirklich, das enigmische Tor, was hier ist, das L-Tor, ne? Das hat was mit diesem Cluster zu tun. Dieses L-Cluster. Und da kommen wohl auch die Naniten her. Und die Naniten sind mit Sicherheit von irgendeiner Raumflor-Spezies erschaffen worden und dann sind sie außer Kontrolle geraten. So schätze ich das mal. Oh Gott, guckt mal, wie die Urk hier durchmarschieren. Da haben sich wohl die Menschen etwas übernommen. Können wir eigentlich langsam aber sicher? Nein, können wir immer noch nicht. Ja, relative Macht, Entfernung, Basis minus 50. Ich würde das gerne mit denen machen. Und mit euch? Können wir mit euch was machen? Vielleicht ein Migrationsabkommen? Minus 29. Auch nicht. Ja, gut. Also, dann halt noch nicht. Ja, das könnten wir machen. Wir könnten aber vorher. Oh ja, zwei Spezialisten sind ja eh arbeitslos. Dann bauen wir hier eine Zivilindustrie auf, dass vielleicht dieser Planet sich selbst erhalten kann. Auf Ganak Vun ist eine Bergbauwelt mit Legierungsgießereien. Sehr schön. Unsere Reichshauptstadt ist auch was los. Oh, minus 4. Ja, meine Güte. Ah, dem ist jetzt halt so. Haben wir hier arbeitslose Bevölkerung? Nein. Hier auch nicht, aber hier haben wir bald welche. Sehr bald sogar. Wir könnten
können wir. Wir haben genug, ne? Ja, flüchtige Teilchen, bauen wir genau noch eins ab. Passt mal auf. Dann würde ich sagen, erweitern wir unsere Legierungsgießerei hier. Und endlich mal unser Defizit in der Flotte Herr zu werden. Weil schaut meiner an, wir kriegen Großkampfschiffe dazu und was passiert? Unsere relative Macht steigt erheblich. Ja, mehr materialistische Leute. Dann müsste doch endlich mal autoritär. System surveyed. Wir haben immer noch Xenophobe. Aber auch genug Materialisten. Sehr schön. Materialistisch. Sehr schön, das wird eine wissenschaftliche Nation, diese Quallen. Sehr stark. Wir könnten hier aber noch ein Zivilunternehmen bauen. Das werden wir auch tun. Ein weiteres Zivilunternehmen. Die War sind hier gut aufgestellt. Ja, das bleibt doch so. Ein Wurmloch. Wartet mal, wir haben doch die Reise durchs Wurmloch entdeckt. Ach so, wir müssen ja auch das noch machen. Du grab erstmal hier weiter aus. Sonst vergesse ich das. Und im Galaktischen Rat. Den haben wir schon zugestimmt. Arbeitnehmerrechte, diplomatische Bedeutung von Bewohnern. Arbeiterzufriedenheit plus 5%. Politische Macht von Arbeitern. Jo, du, das unterstützen wir. Weil ich glaube, bevölkerungstechnisch geht es uns ganz gut. Kollektive Abfallwirtschaft, diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 40%. Bewohnerressourcenproduktion, das wäre zwar praktisch, aber das lehnen wir ab. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 20% und Flottenkapazität plus 10%. Das unterstützen wir wieder. Wir können das jetzt nämlich hier auch mal durcharbeiten. So, diplomatische Bedeutung von Flottenstärke minus 20%. Und das lehnen wir ab. Und den Galaktischen Rat gründen. Das unterstützen wir ebenso. Weil ich denke, früher oder später werden wir ein Mitglied des Galaktischen Rates. Weil wir holen ganz schön auf. 1100. Uns fehlt nicht mehr viel. Bis wir 1500 haben. Sehr schön. Fremdfinanzierte Freibeuterei. Diplomatische Bedeutung für die Wirtschaft. Plus 40%. Handelsschutz plus 10. Flottenkapazität minus 10. Handlegen wir ab. Und das da unten, das lehnen wir ab. Ach, wir haben ja nämlich gestimmt und regulatorische Entscheidungen nehmen wir auch ab, nur weil wir es können und weil die es wollen. Gut. Unsere Flotte hat sich stark verbessert. Hervorragend. Und wir werden stets erweitern. Schaut. Drei Raketenboote werden neu gebaut. Kann auch gut werden. Herrlich. So, ein weiteres noch. In 50 Tagen abgeschlossen. Sehr schön, sehr schön. Oh, das wird aber dann schon der letzte Akt wieder für heute. Ja, mit einem Blick auf unsere Flotte, würde ich sagen, verabschiede ich mich. In dem Sinne. Halt, stopp. Ehe ich mich wieder verhaspe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Brockgamer. Ciao.